Hallihallo und herzlich willkommen bei LS17. Ja, ich habe schon mal die Ballenpresse geholt vom Händler. Da vorne steht der Deutz. Den habe ich schon mal runtergefahren, damit man schön pressen kann jetzt. Ja, damit er nicht mehr im Weg steht. Und jetzt fahren wir mit dem MF und der Deutz Ballenpresse zum Feld und pressen da die Strohballen, damit wir das Feld da leer kriegen. Damit wir dann da schon wieder bewirtschaften können oder bearbeiten können. Bin mal gespannt, wie viel das wird. Wie viele Ballen. Ob wir die erstmal irgendwo zwischenlagern müssen. Oder so. So, an. So, und los geht's. Ja, gucken wir mal, wie viele das hier werden. Sonst verkaufen wir auch welche. Da bin ich rigoros, glaube ich, ne? Konsequent. Und verkauft die dann. Das ist ja schon mal eins. Eigentlich dieser Ballenzähler wäre noch interessant, ne? Aber ich weiß nicht, zählt der dann pro Feld oder alles insgesamt? Bin mir auch nicht immer 100% sicher, wie das gemeint ist dann. Könnt ihr da mal in die Kommentare schreiben, dass für euch mal, dass für euch interessant ist. Zum Ballenzähler. Und die bleiben liegen, das ist auch gut. Wahrscheinlich nur teilweise. Mal drauf an, wo man die ablegt. Das ist schon mal nicht schlecht. Von drinnen mal fahren. Jetzt kommt gerade ganz viel. Bisschen zurück. Ja, es gibt ja auch eine neue Big Pack Presse. Die kleinen Ballen wollte ich auch mal ausprobieren. Aber da bin ich mal. Ja. Ich weiß nicht, soll ich die als Heu. Heu für die Schafe. Ich wollte ja Schafe mal machen. Und dann statt die Schweine Schafe holen. Die machen zwar kein Dreck, aber das ist ja auch egal. Die Schweine machen ja auch im Prinzip kein Dreck. Doch, machen sie, aber der Mistbeck ist ja ein bisschen verbuggt, denke ich mal. Auch wenn das nicht viel ist, ein kleiner Haufen sollte schon da sein. Aber dieses Rumgepiepe hier. Los, komm! Klappe auf, Bein raus, Klappe zu. Dann müssen wir mal gucken, was für einen Ballenwagen wir uns dann gleich holen. Oder wie gesagt, holen wir uns noch so ein. Hoppala! Dann gibt es hier noch einen Einachser, das ist, der ist in der Beta. Ist auch kein großer, aber 5 Tonnen hat er nur Zuladung. Von Farmtech. Wenn man sich so einen nochmal leiht.
Auch ein kleiner. Da passen auch 10 Meilen drauf. Aber ich weiß nicht. Brauchen wir schon ein paar mehr Ballen. Ja, dann wollen wir ja auch noch größer werden. Mit den Ballenwagen, da bin ich noch nicht so zufrieden. Da sehen wir erstmal, was wir an Ballen hier rauskriegen. Ich wollte schon sagen, da liegt ein Ball. Da liegt auch ein Ballen. Siehst du, der ist schon runtergerollt. Wo muss man denn jetzt hin? Hier? Ja. Siehst du, da ist schon einer runtergerollt. Von wo? Ach, da rollt noch einer. Aber roll nicht zu weit weg. Wie viele haben wir denn schon? 1, 2. Uah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Ballen sind da schon. Acht Ballen. Was ist das hier? 9? Wenn ich richtig gezählt habe. Gleich bei 10. Dann ist das ja schon mal ein normaler Anhänger voll. Unser 9-Tonner ist das dann ja schon mal voll. Und das jetzt ein 10. Kommt beim 11. Ich weiß noch nicht. Oh! Läuft da einfach aus hier. Ich weiß noch nicht, ob ich den neuen Ballenwagen einfach mal ausprobiere. Könnte man ja mal machen. Nicht? Braucht man ja nicht zu kaufen, kann man ja sich mieten. Ja, wieso ja nicht, ne? Mal mieten, mal gucken, wie der ist. Ich weiß auch gar nicht, ob der für Rundballen ist oder so. Oder ob das jetzt ein... Weil ich mich ja beschwert habe, dass es nur einer für Rundballen gibt, keiner für Quaderballen. Weil der hat nämlich die Gitter, die ersten Gitter, also die untersten Gitter sind gerade. Und gerade hoch. Und dann gehen die... Ja, also dann winkeln die sich so ein bisschen ab. Aber ich weiß nicht, 10 Meter. Die Meter ist ja auch ganz schön lang. Ja, ich weiß es noch nicht. Jetzt haben wir 12. Jetzt kommt gleich... Mann. Was ich mir auch schon mal gedacht habe, wenn wir jetzt mal ein paar größere Felder haben oder so, gibt es ja diese große Ballenpresse, also Rundballen-Wickel-Kombination von Krone. Ob ich die mal ausprobiere, weil da kann man ja, zwei gleich hintereinander abladen. Kannst du eine hinten drauf zwischenlagern und dann fährst du weiter. Und wenn der zweite Ball dann fertig ist, kannst du beide hintereinander abladen. Ja, auch mal eine Möglichkeit, ne? Also ich mache mir schon ein paar Gedanken.
So, dann ist das jetzt 14. Ah, es sind schon ein paar Wahlen, sind da schon. Aber bloß der einen Ballenwagen, den muss ich halt noch runterladen. Piep, piep, piep. Dann ist das jetzt 15, ja? Ich muss jetzt bei 15 sein. Hoppala, nicht drauf geachtet. Oder ich bin immer liegen, aber mit dem einen da einfach mal hier nach. Ich weiß auch noch nicht. Ballenwagen, da bin ich noch nicht so zufrieden mit. Ganz ehrlich, da bin ich noch nicht zufrieden mit. Es gibt voll die mordmäßig großen Ballenwagen. Und da brauchst du auch eine große Karte für. Damit sich das überhaupt rennt. Oder damit man den Ballenwagen überhaupt voll kriegt. Oder man fährt halt von Wiese zu Wiese. Das geht auch. Wie gesagt, ich weiß es immer noch nicht. Da-da-da, aber gleich ist die Folge schon vorbei, wenn wir fertig sind. Für 13 Minuten so habe ich jetzt schon. Könnt ihr gleich nochmal zählen, wie viel wir haben, wie viele Ballen. Oh. So. Blöd. Wieder rollt. Wir rollen immer weg. Ja. So ist das, nicht? Oh! Ist der wieder voll oder fertig gewesen, der Bein? So. Letzte Bahn. Letzte Bahn. Dann ziehen wir gleich nochmal eben, wie viele Ballen das sind. Dann haben wir. Ich kann das ja gar nicht sehen hier. Fahren wir mal ein bisschen auf den Hügel. Mal sehen, ob wir dann was sehen oder nicht. Wir machen den mal aus. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Hier auf dem Feld liegen schon mal 15. Dann haben wir da 16. 15. Merken uns 15. 15, 16. 16. 17. 17, 17. 18. 19. 19. 20. 21.
21 Ballen haben wir hier jetzt raus. Sollte wohl reichen. Fürs Erste. Ja. Dann würde ich mal sagen, haben wir 21 Ballen in dieser Folge gepresst. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Auch wenn das so pressen war. Ist halt mal so. Und mal sehen, mit welchen Ballenwagen wir die Ballen in der nächsten Folge fahren. Bis dann. Tschüss.